dieser Moment, wenn man ein Video abgedreht hat, sich dann auf den Computer lädt und sich dann freut, es hochzuladen, aber es vorher schneiden muss und dann merkt man, dass man das gelöscht hat. Das ist so ätzend und das hatte ich mit diesem Video, denn ich habe euch eine Rezension abgedreht, wollte sie schneiden und hochladen dann jetzt in der letzten Woche und dann ist mir aufgefallen, dass ich das Video gelöscht habe und hatte leider keine Zeit, es nochmal zu drehen und deswegen drehe ich es jetzt nochmal. Aber es ist einfach so eine ätzende Situation. Auf jeden Fall geht es heute um die Rezension von Thoughtless, erstmals verführt. Dieses Buch ist im Goldmann Verlag erschienen, kostet 9,99 € und eigentlich ist das wirklich ein super Preis-Leistungs-Verhältnis, denn es ist 600 Seiten schwer und dafür 9,99 € finde ich wirklich schon echt cool, weil es gibt wirklich Bücher, die sind viel, viel dünner und kosten, weiß ich nicht, 13 € oder so. Und auch dieser ganze Einband ist recht stabil. Auch nach dem Lesen sieht es noch super aus. Keine Leserillen, also habe ich ja meistens nicht, aber trotzdem. Jedenfalls geht es hier drin um die junge, schüchterne Kira. Und Kira ist glücklich zusammen mit Danny. Schon seit 2 Jahren sind die beiden ein Paar. Und endlich haben sie sich dazu entschieden, zusammen zu ziehen. Und da freut sie sich wirklich so unglaublich drauf. Die beiden ziehen dann nach Seattle, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und dort dürfen sie glücklicherweise bei einem alten Freund von Danny unterkommen. Und ja, deswegen sind sie sehr glücklich. Kira ist froh, dass sie jetzt mit Danny zusammen wohnen kann. Ja, ihr neuer Mitbewohner, Kellen, ist ein Rockstar, wie er im Buche steht. Er reißt Mädels auf, beziehungsweise er benutzt Mädels für, sag ich jetzt mal, körperliche Aktivitäten. Er schläft mit ihnen, lässt sie dann fallen, merkt sich nicht mal ihren Namen. Und ja, halt typisch Rockstar. Er spielt in einer Band, die eigentlich sehr beliebt ist. Sieht dazu natürlich super cool aus. Und das sind eigentlich Faktoren, die Kira gar nicht stören. Denn sie sieht ihn einfach nur als Mitbewohner, weil sie total weil sie total in Danny verliebt ist. Und das ist eigentlich auch total schön. Aber dann kommt es halt dazu, dass Danny wegen seines Jobs wegreisen muss. Und ja, in dieser Zeit, als Danny weg ist, kommen Kira und Kellen sich natürlich, also ich weiß gar nicht, ob der Kellen oder Kielen oder wie auch immer der ausgesprochen wird, ich sage einfach mal Kellen, wenn ich das komisch anhört, aber egal. Die beiden kommen sich natürlich näher und plötzlich weiß Kira gar nicht mehr, was das eigentlich ist, warum sie das tut, was sie tut, warum sie Danny hintergeht, warum sie sich zu Kellen auf diese Weise hingezogen fühlt und was sie jetzt tun soll. Und es herrscht einfach ein totales Gefühlschaos bei ihr. Ja, fand ich, hörte sich sehr cool an, weil ich allgemein ein Fan von so Dreiecksgeschichten bin. Ich finde die Gedanken von den Leuten dann immer ganz cool, was sie da so denken. Und deswegen habe ich mich darauf gefreut und ich habe mir auch den Trailer angeguckt davon. Und den Trailer fand ich einfach so cool und der hat mich dann total dazu motiviert, dieses Buch zu lesen, weil ich war einfach sehr unmotiviert, das zu lesen, weil das so dick ist. Aber dieser Trailer, den verlinke ich euch mal unten in der Infobox, hat mich so dazu motiviert, aber leider muss ich sagen, dass mir das Buch nicht gut gefallen hat. Mir haben so viele Leute gesagt, lest, das ist so gut und leider hat es mir nicht gefallen. Ich fand es nicht gut und ich weiß einfach nicht, was mich daran so gestört hat. Es war einfach, ich kam einfach nicht voran und was mich total gestört hat, war einfach, dass Kellen so beschrieben wird, so als wäre er ein totaler Playboy, ein total mieser Kerl. Aber irgendwie ist er voll der weinerliche Mann, der immer am Rumweinen ist, der immer heult. Der Kira schon nach den ersten Malen, wo die beiden irgendwas machen oder so, schon, sag ich jetzt mal, total verknallt oder sonst was in sie ist. Und der ist immer am Heulen. Sie findet ihn öfter mal heulend vor. Und ja, also nichts gegen weinende Männer, aber ich mag Bücher einfach nicht, wo Kerle so weinerlich sind und so. Also ich finde das zwar süß, wenn die lieb sind und romantisch sind, aber nicht, wenn die so sind. Also ich habe mit denen, vielleicht war es auch einfach, weil ich ihn mir ganz anders vorgestellt habe. Ich habe ihn mir total so, ja, halt Playboy-mäßig mies und so vorgestellt und wie man das halt aus anderen Büchern kennt. Und so mag ich das eigentlich auch. Und deswegen, der hat mir einfach überhaupt nicht zugesagt, der Kerl. Und vielleicht lag es auch einfach daran, dass mir das Buch nicht gut gefallen hat. Kira fand ich auch komisch. Die hat irgendwie so eine Entwicklung gemacht, die mir nicht wirklich richtig gut gefiel. Sie hatte feste Vorsätze und die ging immer mehr verloren. Und dann denkt sie so und dann denkt sie wieder so und dann denkt sie wieder anders und dann denkt sie wieder so. Und das war einfach total nervend und irre. Und ich habe von vielen gehört, dass wenn einem die After-Reihe gefällt, dass einem das dann auch gefallen wird. Aber mir hat das überhaupt nicht zugesagt, obwohl ich After eigentlich ganz cool fand. Und ja, also für mich war das kein cooles Buch und ich fand auch diese erotischen Szenen, in Anführungszeichen, fand ich einfach nicht so toll, weil irgendwie,
ich fand die sehr oberflächlich und die haben mich jetzt nicht wirklich irgendwie berührt und ja, ich fand die einfach irgendwie ein bisschen komisch, vor allem dann das erste Mal und ja, also für mich war das wirklich kein Buch, mir hat das leider nicht gut gefallen. Leider werde ich mich durch die nächsten zwei quälen müssen, denn ich war ja so blöd und habe den dritten Teil als Rätsel-Exemplar angefragt. Aber ich habe auch schon gehört, dass der zweite besser sein soll, deswegen bin ich echt gespannt und hoffe natürlich, dass ich im nächsten Teil vielleicht ein bisschen besser mit den ganzen klarkomme. Und ich hoffe wirklich, dass Kel nicht mehr so weinerlich ist. Es war einfach etwas, was mich so gestört hat, weil ich habe ihn mir einfach ganz anders, ich habe mir den total cool vorgestellt. Und ja, so war er auch nicht. Und wirklich die Szenen, die mir in dem Buch am besten gefallen haben, waren die, wo Kel dann auch wirklich mal gemeiner wurde, weil er abgefuckt oder sonst was war. Und ja, also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich fahre auf miese Typen ab, aber in Büchern finde ich das eigentlich immer ganz lustig, wenn die so mies sind und wenn die dann so richtig krasse Sprüche drücken. Und ja, dieses Weiche, so diese Softies, ich weiß nicht, also bin ich jetzt nicht so der Fan von. Hui, da fällt mir sogar schon das Buch. Und durch dieses Buch musste ich mich so durchquälen und deswegen fand ich es leider überhaupt nicht gut. Aber da hat ja jeder eine andere Meinung. Es gibt Leute, die fanden das super gut und die lieben diese Reihe. Und dann gibt es so Leute wie mich, die sich nicht so damit anfreunden können. Aber ja, das war mein Rätsel. Ich fand es leider nicht so gut. Schreibstil war eigentlich ganz okay. Also da hat mich jetzt nicht so dran gestört, aber es waren einfach die Charaktere. Und ja, einfach dieses Ganze, es hat mich einfach irgendwie nicht so richtig angesprochen. Aber ich hoffe, dass das nächste Buch, was ich lese, besser wird. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!